Menschen mit Nazi-Hintergrund. Ich denke, dass es bei den Menschen mit Nazi-Hintergrund wie auch bei den Menschen mit Migrationshintergrund immer auf die Hinsichten ankommt. Wenn bei Migrationshintergrund die Hinsicht ist, dass man in der zwei, drei Generationen zurückreichenden Familienerinnerung Migrationserfahrung hat, dann hat wahrscheinlich die Hälfte bis zwei Drittel aller Deutschen einen Migrationshintergrund. Wenn aber die Hinsicht ist, dass man weiß, wie es auf der Ausländerbehörde so zugeht, oder wie sich das anfühlt, von Staatenlosigkeit bedroht zu sein, einen unsicheren Aufenthaltsstatus zu haben, dann wird der Kreis schon viel kleiner. Und nochmal anders setzt sich der Kreis zusammen, wenn die Hinsicht ist, ob man Rassifizierung am eigenen Leib erlebt hat, rassistische Diskriminierung. Bei den Menschen mit Nazi-Hintergrund haben Sintoyan Bharataraya und Moshtari Hilal auch einige unterschiedliche Hinsichten benannt. Den Hintergrund können Vorfahren bilden, die im Sinne von aktiven und bekennenden Trägern des Regimes Nazis waren, oder Vorfahren, die vom Nationalsozialismus profitiert haben und von den Arisierungen, oder Vorfahren, die sonst wie kollaboriert haben. Den Hintergrund bilden Kontinuitäten im Großbürgertum, Kontinuitäten im Kleinbürgertum. Und Bharataraya und Hilal unterscheiden weiterhin Verwendungsweisen des schmutzigen Geldes, das auch in der Nazizeit verdient wurde. Also ob das Geld in Yachten investiert wird heute oder in Waffen oder in Gentrifizierung oder für einen guten Zweck. Und dann, ob über die Herkunft des Geldes offen gesprochen wird oder ob die Herkunft des Geldes eben beschwiegen wird. Ich finde es immer wichtig, dass wir als Intellektuelle, als Kulturschaffende, als Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen unsere Soft Power dem Simplifizierungsdrang, der von Deutungskämpfen, Ressourcenkämpfen, Machtkämpfen ausgeht, uns entziehen oder ihm sogar entgegensetzen. Was mir nicht gefällt, sind diese holzschnittartigen Einteilungen der Menschheit in Täter und Opfer. Überhaupt finde ich den ganzen Viktimisierungsdiskurs problematisch. Selbst wenn ich Opfer war oder wäre, will ich doch eigentlich nicht die Anerkennung meines Opferstatuses, sondern ich will Würde, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, die Bestrafung der Schuldigen, Sanktionen für die Bystander, vielleicht sogar Rache. Um für Gerechtigkeit und Würde zu kämpfen und solidarisch zu sein, bin ich sogar bereit, Opfer zu bringen. Aber nicht Opfer im Sinne von Victimhood, sondern Opfer im Sinne von Sacrifice. Menschen mit Nazi-Hintergrund. Mich beschäftigt gerade eine weitere Hinsicht, weil sie es erlaubt, das Vorliegen eines Nazi-Hintergrundes nicht mehr an irgendeinem Erbe festzumachen, sondern an freien Entscheidungen von Einzelnen heute. Ich sehe den Nazi-Hintergrund immer dort, wo eine sehr spezielle deutsche Wahrnehmungsverengung, Borniertheit, Mangel an Vorstellungskraft aufscheint, der, glaube ich, teilweise der Bequemlichkeit der Nachgeborenen in Deutschland zuzuschreiben ist und teilweise dem schlechten Gewissen oder einer defensiven Haltung, die mit echter Verantwortung nichts zu tun hat. Nur mit dieser sehr speziellen Borniertheit kann ich mir den Skandal erklären, dass fast alle demokratischen Parteien im Bundestag und weite Teile der deutschen Öffentlichkeit nicht in der Lage waren, zu erkennen, dass der Anti-BDS-Beschluss nicht nur ein Angriff auf Boykotteure und Antisemiten war, sondern auch ein Angriff auf die Rechte von Juden und Palästinensern gleichermaßen. Und zwar von den Juden und Palästinensern, die in einem säkularen, nicht religiös oder ethnisch gebundenen Staat zusammenleben wollen und die mit friedlichen Mitteln für eine Einstaatenlösung kämpfen. Ich will noch ein anderes Beispiel aus meiner eigenen Arbeit und Familiengeschichte anbringen. Ich habe vor kurzem ein Buch herausgebracht, einen kleinen Roman, den eine Großtante von mir geschrieben hat, die 1933 freiwillig und erhobenen Hauptes, also nicht als Opfer, Nazi-Deutschland verlassen hat. Anders als ihre Schwester, meine Großmutter, die zu schwach und zu arm dran war,
um in die Emigration zu gehen zu können, die ins Nazi-Deutschland zurückkehrte und dann meinen Großvater heiratete und sozusagen im Nazi-Hintergrund dann aufging. Materiell hat meine Großmutter sicherlich davon profitiert, im Nazi-Deutschland geblieben zu sein. Trotzdem würde es mir nicht einfallen, mich öffentlich von ihr zu distanzieren oder sie irgendwie zu schämen im Nachhinein. Und auch meine emigrierte Tante, ihre Schwester, hätte das als äußerst schäbig empfunden. Der Roman, den meine Tante, die heute unter dem Namen Helen Wolf als Verlegerin bekannt ist, vor ein halbes Jahr vor der nationalsozialistischen Machtergreifung schrieb, hat den Titel Hintergrund für Liebe, also auch ein Hintergrund. Er konnte in den 1930er Jahren nicht erscheinen, weder im Nazi-Deutschland noch sonst wo im faschistoiden Europa, weil er in dem von Deutschland verachteten und mit Deutschland verfeindeten Frankreich spielte. Er war eine Hommage an ein ländliches, gastfreundliches, antimilitaristisches, friedfertiges, universalistisches Frankreich als Gegenmodell zu Deutschland. Und ob es dieses Frankreich überhaupt jemals so gegeben hat, spielt in der Konstruktion des Romans keine Rolle. Zwischen den Zeilen, aber für jede Leserin der Zeit ganz offenkundig, war der Roman eine Kampfansage, nicht nur an die Nazis, sondern auch an den ganz gewöhnlichen Nationalismus, an das Denken in Grenzen, an das, was Achille Mbembe den Trennungswahn nennt. Auch wenn die gewaltsame Kolonialgeschichte und Gegenwart Frankreichs in dem Buch ausgeblendet bleibt. Meine Tante hat das Manuskript bis nach Amerika getragen. In den USA wurde sie Verlegerin und das Buch kam in einen Umschlag und verschwand auf dem Dachboden und sie sprach nie wieder davon, bis zu ihrem Tod nicht. Sie hatte nach dem Krieg und nach der Shoah null Interesse, es zu veröffentlichen oder gar in Deutschland zu veröffentlichen. Nun haben wir das Buch, wir Nachkommen, nach 90 Jahren für eine deutsche Leserschaft doch herausgebracht, extra aufbereitet für die Deutschen. Und die Leserinnen lieben es. Sie lassen sich von der Geschichte in den Süden Frankreichs entführen, an die Côte d'Azur, in die Landschaft der Provence, in diesen Hintergrund für Liebe, ins süße Leben und folgen dort der Emanzipationsgeschichte der jungen Hauptperson, die das Alter Ego der jungen Helene ist. Die Deutschen heute können mit dem Buch Urlaub von Corona-Deutschland machen, so wie Helene Anfang der 30er Jahre in Südfrankreich Urlaub von Hitler und Hindenburg genommen hat. Aber die Provokation der Geschichte nehmen die meisten nicht mehr wahr. Einerseits freut es mich natürlich, dass das Buch so erfolgreich ist. Aber andererseits beschäftigt es mich und ich sehe das als Verantwortung von meinem eigenen Nazi-Hintergrund, wie es sein kann, dass die Subversive gegen den Nationalstaat, gegen Grenzen, gegen den Kapitalismus und tatsächlich auch gegen Deutschland gerichtete Dimension des Buches mit seinen unbequemen Botschaften für heute so schwierig wahrzunehmen ist. Es ist ja sogar so, dass manche Deutsche meinen, sie würden dem Buch und posthum Helen Wolf einen Gefallen damit tun, dass sie es nur literarisch und nicht politisch rezipieren. So als hätte es die Emigrantin nötig und müsste sich darüber freuen, dass sie nun in Deutschland endlich gelesen und als Schriftstellerin gesehen und literarisch ernst genommen wird. Die Deutschen, und jetzt sage ich die Deutschen mit Nazi-Hintergrund, finden, dass sie dem Exil schon genügend gerecht werden, wenn sie seine kulturellen Früchte genießen. Seine Ursachen zu bekämpfen oder sich seinen Konsequenzen wirklich zu stellen in ihrer eigenen Gegenwart, sehen sie nicht als ihre Aufgabe. Die Bücher des Exils in Deutschland heute auf diese unpolitische Art zu lesen, ist für mich untrennbar mit dieser Frage des Nazi-Hintergrunds verbunden. Ich frage mich, ob ich jetzt selbst simplifiziere oder ungerecht bin. Ich sage ja ausdrücklich nicht, alle Menschen mit Nazi-Hintergrund haben eine eingeschränkte Wahrnehmung. Ich weise nur wieder auf eine bestimmte Hinsicht hin,
Menschen mit Nazi-Hintergrund können in Hinsicht auf dieses spezielle Wahrnehmungsproblem gegenüber dem Exil beschrieben werden. Und wie man damit umgeht, ist eben die Verantwortung von jedem und jeder Einzelnen.